Dass sie schon wieder ein Level abgekriegt hat, das ist ja schlimm. Ach so, den kriegt sie erst gleich, wenn ich den Schlüssel reinstecke. Auch gut. Ich war jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Das heißt, es bin auch. Ja. Schwert, das brennt, habe Creme dafür. Eine Creme für Schwert. Ihr habt ein angewandtes Flammenschwert. Benötige flüssiges Quecksilber und nun ja, vielleicht 10.000 Goldmünzen. Wenn ihr alles beschafft, habe ich wirklich gutes Rezept. Sollte Rucksack öfters mal sauber machen? Der ist sauber. Heiliges Rechenschwert, ja. Auge des Tür. Wahl hatte einen davon, stocherte zwischen Zähnen damit. Keine Manier. Ihr habt einen Stern durch. Wenn ihr habt 5 Sterne, Saphir, ich kann ihn machen viel besser. Benötigt 5 davon. Denkt daran, 5. Wenn ich falle in Rucksack, fischt mich wieder raus, ja? Mhm. Was denn das? Scharf. Ja. Oh. Ihr habt sowohl XCS Donnerhaus als XCS Nagel. Die werden einfach zusammengefügt. Ja, mach mal. Okay, bitte zurückgehen. Neues Rezept noch nie probiert vorher. Könnte dreckig werden. Wunderschön. Ja, jetzt haben wir den hier. Viele schöne Sachen finden. XCS Storm plus 6. Der sieht böse aus. Kurz nachdem die Zeit der Saison begonnen hatte, wurde die räuberischen Nomadenstämme der Wüste von Kaivsan von einem Anführer vereint, einen grausamen brutalen Riesen von Mann, dem Kriegsherrn Ixil Xaksha. Von ihrem Verstecken in der unerbitterlichen Wüste aus überfielen sie die Nomaden, Händlerkarawanen und terrorisierten Reisende, die unvorsichtig genug waren, über die Straßen von Kalimport nach Myratma zu reisen. Gerüchte und Legenden erzählen von dem unbesiegbaren Ixil, der an der Spitze seiner Leute ritt, seinen berüchtigten magischen Speer schwingend. Einige glauben, dass er nicht wirklich ein Mensch, sondern ein Dämon in Menschengestalt war, der durch das Chaos und die Verwirrung während der Zeit der Sorgen aufgetaucht war. Ixils eigene Wildheit und seine sadistischen Neigungen taten wenig, das zu widerlegen. Während des Kampfes konnte die Spitze von Ixils mächtigem Speer einen Gegner am Boden festnageln, bevor sich auf magische Weise eine neue Speerspitze bildete. Oft legte Ixil im Schlachtgetümmel eine Pause ein, um das Zungeneis von seinem Speer festgehaltenen Opfers zu betrachten. Es schien, als ob ihn die grausame Qual seines Feindes erfreuen schien. Der Kriegsherr wurde endlich besiegt, als er als einfache Pilger getarnten von einer Einheit mächtiger Priester und Ritter des Ordens des strahlenden Herzen angelockt worden war. Zeugen bestätigen, dass Ixil während des Kampfes nicht getötet, sondern durch die heilige Macht des Ordens auf eine höllische Ebene verbannt wurde. Tatsächlich wurde der Körper Ixils nie gefunden. Ixils Dorn, sein gefürchteter Speer und Zeichen seiner Macht, wurde dagegen geborgen. Beim Versuch, dieses unheilige Artefakt zu zerstören, wurde es in mehrere Teile zerschlagen und über die Südlande verteilt. Auf dem Träger der Waffe wirkt permanent Handlungsfreiheit, Fähigkeiten im Kampf. Bei jedem Treffer muss dagegen ein Rettungswurf gelingen. Scheitert er, würde er 3 Runden an der Stelle festgehalten und erleidet in jeder Runde zusätzlich Schaden. Wem habe ich nochmal Speere gegeben? Minsk. Ja, Minsk, du kriegst hier was Schönes. Okay. Kriegst du nachher. Dann Cespina, was hast du noch? Muss Schwert, das brennt. Ja. Habe Creme. Gucke weiter. Sollte... Heiliges Rächerschwert. Ja. Baal hatte einen davon. Stocherte, wenn ich falle in Rucksack. Nette Axt. Haut Köpfe, als wenn's nix wert. Gefällt mir das. Mhm. Wenn ihr eine Balusklaue findet, kann ich die Axt der Unnachgiebigkeit herstellen, ist ein gutes Rezept. Nun ist zumindest ein gutes Rezept, wenn ihr die Klaue habt. Gucke weiter, aber ja. Oh, turmisch geschmiedet. So schön das. Wunderbar. Wunderbar. Schädel eines Leichnams. Muss weitergucken. Wie wilder Waldläufer im finsteren Tannen. Tada! Hindus Verdammnis. Ich glaub's ja nicht. Hindus Verdammnis! Ja, was ist das? Also auf jeden Fall, wenn ihr Hindus Hand fällt, kann ich das Katana deutlich verbessern. Da fragt man sich doch echt, was mit dem armen Hindu passiert ist. Bin nur ein
schufte und schufte wie ein Pferd. Oh, nette Stiefeletten. Ein Streitkolben des Himmels trifft auf Kopf und hinterlässt nur Klumpen hier. Ja. Ich kann eure Stufe verbessern, benötige aber mit Theoretenerzen. Gut, suche weiter. Was habt ihr sonst noch zu tun? Zehennägel schneiden? Zimmer vorrichten? Ja, den kennen wir. Sicher. Was haben wir denn da? Ein Buch. Gute Nacht, Lektüre. Oh, der Leitfaden der Golem-Konstruktion. Puh, wie langweilig. Ihr habt eine Seite für Tongolems, die den Leitfaden verbessern kann. Oh ja, ihr braucht nur 5000 Goldmünzen. Sicher, okay, dort leg mal los. Bitte zurückgehen. Neues Rezept noch nicht probiert vorher. Könnte dreckig werden hier. Mhm. Wunderschön. Sespena geht wieder an die Arbeit. Ja. Oh ja, viele schöne Sachen finden, vieles sammeln. Einmal täglich einen Tongolem herbeizaubern. Mhm. Ja? Ich helfe, wo ja, immer ich kann. Gut. So, aber er hat was gesagt von einmal Balos Klaue und dem Ding da. Und irgendwas hatte ich noch gefunden. Das hatte ich aber nicht hier drin gelagert. Hier lagere ich ja nur Questgegenstände. Genau, Montolius schließe. Dann das heißt, ich kann auch gleich das Teil aus dem Inventar hier rausnehmen. Für den Hammer bräuchte ich eine Rune, die ich nicht habe. Nö. Okay, dann zeig mal, was du kannst. Zeig mal. Brennt, ja. Heiliges Rächerschwert kennen wir. Sternensaphire. Ihr habt eine Bardos-Klaue und ihr habt die Axt der Unnachgiebigkeit. Sicher doch. Sespena geht wieder an die Arbeit. Oh ja, viele schöne Sachen finden, vieles sammeln. Jetzt, da die Axt und Nachgiebigkeit durch Balos Klaue noch zusätzlich verstärkt wurde, ist sie wahrlich eine fürchterliche Waffe. Es handelt sich um Henkers Axt, die fähig ist, den Schädel eines Gegners mit einem Schlag vom Rumpf zu trennen. Der Träger erhält -1 auf Rüstungsklasse pro Seite von Konstitution und regeneriert 3 Trefferpunkte pro Runde. Fähigkeiten im Kampf. 10% aller Treffer töten die Gegner augenblicklich durch Enthauptung. Oh, ist das Ding böse, ey. Sternsaphire. Naja, wenn ich nochmal zu, ihr wisst schon, wem gehe, dann gucke ich mal, ob ich da Sternsaphire verkauft habe und die zurückkaufen kann, weil hier sehe ich gerade keine. Und ja, Sternsaphire sind wirklich die blauen Dinger mit dem Stern drauf, was ihnen den Namen ja gibt. Fragt nur, was ist denn hier? Ja, zeigt. Das Schwert, ja. Rächer, ja. Ja, Sternensaphir. Große Waffe das. Bisschen übertrieben. Hübsche helle Barde. Wenn ihr den Schlangenschaft findet, mach ich ihn noch hübscher. Gutes Rezept. Wühle weiter in Rucksack. Kann man glatt drin verloren gehen. Habt's Kerze vielleicht? Oder wählen sie dich im Käfig? Puh, stinkt's sehr. Ah ja. Turmisch geschmiedet. So schön das. Wunderbar. Ja. Wunderbar. Schädel eines Leichnams. Muss weitergucken. Tada! Hindus Verdammnis. Ich glaub's ja nicht. Hindus Verdammnis. Hindus Hand. Aha. Ein Streitkolben des Himmels. Meteoritenerz, okay, dann leg mal los. Bitte zurückgehen. Neues Rezept noch nie probiert vorher. Könnte dreckig werden. Wunderschön. Ja. Sespena geht wieder an die Arbeit. Oh ja. Das war. Viele Sachen finden, vieles sammeln. Sturmstern. Der uralte
Die uralte Macher dieser Waffe haben Gelehrte mit Desiree selbst in Verbindung gebracht. Normalerweise findet man Streitkolben mit Platten aus Elektrum, wie es Sturmstern einer ist im Norden. Was dieser besonders mächtige Waffe angeht, so hört man hier und da Gerüchte, sie sei in den südlichen Regionen der Reiche verloren gegangen. Sturmsterns beeindruckende Fähigkeiten wurden durch das Hinzufügen des außerweltlichen Meteoritenerzes noch verstärkt. Dieses seltsame Material stammt aus dem Kerneis vom Himmel gefallenen Meteoriten. Das verformbare Erz ist überraschend stabil und strömt eine innere Hitze aus. Jedes aus diesen fremdartigen Erz geschmiedete Artefakte wird zweifellos geheimnisvolle und überirdische Eigenschaften aufweisen. Trotz seiner beachtlichen Größe ist Sturmstern überraschend leicht und lässt sich besonders gut im Kampf führen. Eindrucksvolle, wenn auch harmlose Lichtbögen blitzen auf, wenn man ihn führt. Ein sichtbares Zeugnis der mächtigen elektrischen Verzauberungen, die in den Kopf der Waffe eingeflossen sind. Spezielle Eigenschaften. Träger erhält 20 Elektrizitätsresistenz. Bei 5% aller Treffer wird Kugelblitz auf die Opfer gewirkt. ETW. 1W6 plus 6. 1 plus 1W6 Elektrizität. Was trägst du hier nochmal? Schädelschmetterer. Nicht so ganz so toll. Deswegen kriegst du den da. Und Schädelschmetterer kommt in die Kiste. Kann ich jetzt bitte Minsk? Nein, der ist immer noch zu weit weg. Dann zeig mal, was wir noch haben. Das Pferd haben wir schon, Rächer hatten wir schon. Ja. Das war die Hedebarde. Das ist der Krummsäbel. Hindus Verdammnis. Flegel. Ja, Lulfan. Gute Nacht, Lektüre. Moment, hier ein Handschuh. Nur einer? Was macht ihr denn mit sowas? Moment. Ja, das ist der Badenhandschuh. Was hier drin haben, was die ganze Sucherei lohnt. Ja. Da habt ihr was, das riecht wie Dreck. Müsste mal gewaschen werden, das. Ja. Oh, das ist aber interessant. Dafür habe ich auch ein Rezept. Ihr habt die Schieß und den Umhang, die einst dem Waldläufer Montonio gehört haben. Ich kann sie für euch für 5000 Goldmünzen zusammensetzen. Sicher okay, doch. Bitte zurückgehen. Neues Rezept noch nie probiert vorher. Könnte dreckig werden hier. Wunderschön. Ja. Sespena geht wieder an die Arbeit. Oh ja. Montolios Umhang kann nur von Waldläufern verwendet werden. Der Träger erhält plus 1 auf alle Rettungswürfe, minus 2 auf ETW mit der Zweithand. Und Rüstungsklasse Bonus minus 1. Ihr haltet den legendären Umhang von Montolio de Boucher in den Händen. Er war der ältliche blinde Mentor des berühmten dugelfischen Waldläufers Tristor Urden. Wie auch sein Schüler war Montolio ein Meister im Kampf mit zwei Klingen. Ja. Was hast du da nochmal? Kanalisationsumhang. Erhält minus 1 auf Rüstungsklasse. Einmal täglich kann sich der Träger in eine Ratte, ein Troll oder eine irgendwas verwandeln. Der kann verkauft werden. Ganz ehrlich. Komm, gib Kätern die Schleuderkugeln, dass wir eher die verkaufen. Ja. So, haben wir noch was? Ja, Schwert, Rächerschwert, der Sterndolch, Helebarte. Ja. Muss weitergucken. Tada! Hindus. Der Flegel. Was haben wir denn da? Ein Buch. Gute Nacht. Nein, okay. Handschuhe. Etwas hier drin haben, was die ganzen. Okay. Nichts kann nicht sehen, was du. Ich werde langsam müde. Dann keine Glänzen. Könnten wir nicht eine Pause machen? Gut. Wieder putzen gehen. Das waren die Falschen.
Badenhandschuhe. Oh, der Portalschlüssel, der kommt eigentlich in die Questruhe. Also die Questrucksack. So, Minsk, jetzt nimm endlich mal den Speer. Gib das Ding ja hier. Der Sternendurch, der kann abgegradet werden.